Das ist doch eine schöne Nacht. Vor allem in der Mitternacht brauche ich auch keinen Feuerstein mehr einsetzen. Wir können gleich sofort in das nächste, Meditation gehen, mein Gott. Der Mittrige sollte es das nicht wert. Apropos, wo sind die Lagerhäuser? Händler Vierteltor, da müssen wir glaube ich hin, ne? Königlichen Schloss. Ob es da eine Prinzessin gibt? Tor zum Deich, da müssen wir auch noch hin. Stramme Hüftenbordel. Lagerfeuer, okay. Ich glaube wirklich im Händlerviertel, oder? Hätte ich mir auch mal markieren können sofort. Unser alter Bekannter aus der Kloake, Siegfried. Komme ich hier überhaupt lang? Natürlich nicht. Siegfried, kommst du mit? Ja, oder auch nicht. Nieswurzblüten enthält folgende Substanz: Äther und Rubidium. Unbekanntes Kraut. Kann nicht gesammelt werden, okay. Erstmal, dass ich hier was sammle. Ja. Ach, guck mal da. Flatterer. Ein Flatterer. Flatterer. Ne, der greift den Hund an. Nein. Das andere Schwert, glaube ich, ne? Lol. Lol. Anderes Schwert. Wie mache ich das anders? Ich hab die es war nur ein Test. Nein, er hat den Hund erledigt. Nein, wir sind zu spät. Oh, Hundeteil. Ich meine, wir sind zu spät gekommen. Oh nein. Hust, hust. Plakate hatten wir ja schon mal gesehen. Ich bin müde. Händler Vierteltor. Muss ich da durch? Abgeschlossen. Geil. Wie komme ich denn nachts zum Lager? Zu den Lagerhäusern. Wo sind die kacke Lagerhäuser? Ich dachte im Händlerviertel. Stadtkerker, ja, nee. Glaube nicht. Tür zu Taylors Haus, nee, da möchte ich nicht hin. Wo sind die Kacklager, oder? Antiquär, Dorfhändler,
Hier, bei Koffern und so, da könnten ja auch die Lagerhäuser sein, ne? Da schau ich mal vorbei. Es war voll wegrammen. Eine Tür. Aber ich glaube, das sind einfache Familienhäuser, ne? Naja, dann klauen wir hier ein bisschen was und dann... Ein Schinkenbrot, warum nicht? Alkohol, den wir... Oh, hi. Ja, versoffen haben. Fackel haben wir. Was kann ich hier mitbringen? Was kannst du mir bringen? Ein Bier. Oder Icy, wäre besser. Mein Lieblingsgetränk. Hm, kleine Nummer? Ich weiß nicht, woher dieser Rassismus kommt. Meine Freundin Helda ist Zwergin und überhaupt nicht so, wie man es den Anderlingen nachsagt. Ja, das ist einfach so mit den Scheißgerüchten und so. Oh, eine Kiste. Toll. Eine Holztruhe. Im Schlafzimmer. Wo man einen Schweinefleischbraten, keine Ahnung, Schenkel, keine Ahnung, Stück Fleisch einfach in der Holztruhe versteckt. Geil. Aber wie die Zwergenhelder das aushält mit dir, das weiß ich auch nicht. So, einmal zur Tür. So, Lagerhäuser. Hallo. Erdbeeren, oh. Ohrens Feuerstein, wichtig. Feuerstein immer so viele verkauft. Mickrige, sollte es das nicht wert. Nordtor. Abgeschlossen. Ich glaube, hier ist Shanis Haus, da brauchen wir nicht rein. Läuft ihr hier mit gezogener Waffe? Leute schlafen nachts. Was treibt ihr hier auf der Straße? Sagst du mit gezogener Waffe? Ja, ich glaube so. Es geht los. Abgeschlossen. Klopf, klopf. Ist das ein riesiges Haus? Unbekanntes Kraut, mitten im Haus. Geil. Alkohol und Feuerstein. Nehmen wir. Holztruhe. Können wir nicht öffnen. Landeschrank. Deutlich brauchen wir nicht. Käse. Kann man machen. Das ist schon besser, Alkohol im Kleiderschrank. Weiß ja nicht, wer hier wohnt, wie die Frau so drauf ist als Mann, wenn der Alkohol im Kleiderschrank verstecken muss bei so einem riesigen Haus. Okay, gut, alles klar, weiß ich Bescheid. Nee, aber jetzt mal Butter bei den Fischen. Wo sind die Lagerhäuser? Sind die am Hafen? Friedhof von Wiesemar, brauche ich nicht hin. Komme ich auch nicht hin. Also käme ich schon hin, aber brauche ich im Moment nicht hin. Kloster, Gasthaus, Ernsthaft? Fucking Lagerhäuser, ernsthaft? Boah, bin ich dumm. Ich sag ja, irgendwie bin ich komplett neben der Spur hier gerade. Boah, geil. Muss sagen, das ist echt geil gemacht. Eine halbdurchsichtige und durchsichtige Lampe.
Mit drei überflüssiges Gefasel. Ey, ich hör schon auf, tut mir leid. Was ist denn los, ey? Leben. Ja, ich lebe. Danke, der Nachfrage. Das Gebäude hier sind die Lagerhäuser. Nö. Hä? Aber in welchem Viertel auch natürlich? Natürlich im Lagerhausviertel. Hier. Oh, Zwergenschurken. Schurken. Bin ich denn jetzt im Langhaus oder nicht? Ich glaube nicht, ne? Verdammt, was für eine Missgeburt. Ey, guck dich mal an. Ich klaue euer Bier. Und Nierenfett natürlich. Und natürlich eine Bier, drei Bieren. Ganz wichtig, drei Bieren klaue ich euch. Drei! Und bin weg. Verdammt, ne? Ja. Das denke ich mir auch immer. Gleich kommt wieder, ich bin geil. Nee, damit. Gut, dann nicht. Brauchst mich auch nicht angucken. Das ist die andere Tür. Lagerhaustür, ey. Boah, wir haben sie gefunden. Nach 10. Abgeschlossen. Ernsthaft? Es ist Mitternacht. Ernsthaft? Was soll ich denn jetzt hier machen? Vielleicht lohnt es sich zu überprüfen, was in einem Lagerhaus in den Elendsvierteln um Mitternacht vor sich geht. Ich komme nie rein, tut mir leid. Ich komme nicht rein. Abgeschossen. Das ist unser Gebiet, verschwindet. Ja, wer will mich hindern? Das ist unser Gebiet, verschwindet. Tja, ich schub sie immer weg, aber nö. Wie bitte? Weiß ich auch nicht. Wer ist da? Oh, sorry. Falscher Knopf. Wer ist da? Verdammt. Oh, hoffentlich überlebe ich das. Ja, was machen wir denn jetzt? Meine Eier. Wie cool er das sagt. Meine Eier. Das ist unser Gebiet. Verschwindet. Ja, ich weiß. Tür. Da will ich ja nicht hin, ich bin hier. Oh nö. Abgestorben. Gab's oben, gab's keinen Eingang mehr, ne? Ja. Das ist unser Gebiet, verschwindet. Wie er urplötzlich seine Stimme ändern kann, ne? Das überzeugt mich auch echt extrem. Ja, toll. Wie sollen wir diese Aufgabe lösen, wenn wir Mitternacht hier nicht rein können? Müssen wir vorher rein, dann bis Mitternacht hier bleiben? Bewegt euch. Ich bewege mich doch die ganze Zeit. Habe ich eine Tür übersehen? Kam ich von hier da rein? So, hier kam ich rein. Da vorne ist die andere Tür. Die ist weiter dahin, also in der Richtung. Das heißt, ich komme da nicht rein. Oder von oben? Ich bin geil! Ja. Nö. Meine Eier, Junge. Ja, toll. Vielleicht sollte ich jemanden ausrauben. Vielleicht solltest du es. Versuch's doch mal.
Das ist unser Gebiet. Habe ich mir auch gerade gedacht. Ich könnte manchmal eine Eskorte gebrauchen, wenn ich gefährliche Orte auf. What? Mitten im Gespräch auf einmal futsch weg? Was? Wo ist sie hin? Wir brauchen eine Eskorte, ja. Ich bin noch mal weg, ne? Löst mich einfach mal so auf. Tschö. Also, ich gehe jetzt. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Schreibt in die Kommentare oder in den Chat, falls ihr eine Lösung parat habt. Ansonsten probiere ich das, was ich eben sagte, abends da rein, bis Mitternacht drin bleiben und dann gucken, was so vor sich geht. Vielleicht, ja, oder wir sprechen mit Vincent nochmal, wenn das geht. Wenn er da ist. Um Mitternacht ist schwer zu sagen. Ich laufe immer den falschen Weg. Ich verhungere. Und tschö. Direkt mal. Ich verhungere. Zack, direkt 90 Grad Kurve und weg. Hoppala. Vincent ist natürlich nicht da. Ach, hätte ich mir denken können. Im Stadtkerker vielleicht? Nö. Ja, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, hinten anstellen und erstmal die nächste Quest machen. Was soll ich machen? Hinter jener Ecke, da bewegt sich was. Gott, wahrscheinlich wieder diese Ungeheuer. Was? Wo? Alter, wie viele arme Leute es hier gibt, ne? Das ist echt krass. Ich werde sterben. Ich weiß es. Ja, irgendwann stirbt jeder mal. Was könnten wir? Schön, euch zu sehen. Schön, dich zu sehen. Komm, eine Runde Poker, weil alles gerade so scheiße läuft. Vielleicht haben wir ja diesmal Glück. Und wir haben 1, 4, 5, 2, 2, 6, 6. Ja. Fängt schon mal super an. Die Gegner denken nach. Nein, ich habe komplett gewürfelt, ne? Ah, ich muss wieder reinkommen. Ne, ich habe gar nicht gewürfelt. Ich habe. Oh Gott, wie dumm. Die braucht gar nicht nachdenken. Die hätte gar nicht würfeln müssen. Ich muss wieder reinkommen. Ich muss wieder reinkommen. Tut mir leid. 1, 2, 3, 4, oh, wenn die 6 zu einer 5 könnten. Ich verliere das Ding. Als hätte ich Glück im Würfel. Komm, 5. 4, geil, ein Paar.
Gleichstand. War doch klar, dass sie dann ausgerechnet dann natürlich zwei Paar kriegen. Echt unglaublich. Jeder, der The Witcher 1 spielt oder gespielt hat, hatte bestimmt mehr Glück im Würfelpoker als ich. Kannst mir nicht erzählen, dass ich bin nur am Verlieren. Und das ist wirklich nur rein Glück. Also Glückssache. Nein, wir haben mit Konrad nicht geredet. Nein.